Bei der ersten Trainingseinheit der Woche am Mittwochnachmittag stieg Eintracht-Abwehrchef David Abraham ins Mannschaftstraining ein. Zwei Monate, nachdem er sich beim Auswärtsspiel in Hamburg ein Hämatom in der Wade zugezogen hatte. Bereits am Montag könnte der Innenverteidiger gegen Regionalbahn Leipzig sein Comeback feiern. Es geht mir gut, hinter mir liegen Wochen harte Arbeit. Jetzt bin ich körperlich wieder so weit hergestellt, dass ich mit den Jungs auf dem Platz stehen und trainieren kann, sagte der 31-Jährige nach der Einheit. Ob er am Montag gegen Leipzig bereits mit von der Partie sein wird, weiß er natürlich noch nicht. Ich muss erstmal in der Trainingswoche gucken, wie ich auf die Belastung reagiere. Aber ich habe von der medizinischen Abteilung grünes Licht bekommen, entsprechend stehe ich dem Trainer zur Verfügung. Bis zuletzt hatte er vor allem auf dem Ergometer gearbeitet und unzählige Kilometer abgespult. Klar ist, mit seinem guten Antritt und seiner hohen Endgeschwindigkeit ist Abraham dazu prädestiniert, die gefürchteten schnellen Leipziger Überfallangriffe zu verteidigen. Zumal er mit 69,4% Thiamintern die beste Zweikampfquote aufweist und im Schnitt nur alle 226 Minuten einen Regelverstoß, Foul oder Handspiel begeht. Ob er nach zwei Monaten Pause binnen weniger Tage das nötige Gefühl für Ball und Raum wiedererlangen kann, steht auf einem anderen Blatt.